Zwölf weiße Orchideen stehen vor mir auf dem Tisch. Ich werde sie jetzt gießen, danach zwei Stück für 6 Wochen nicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem kleinen Experiment. Ihr habt es jetzt schon gehört im Titellied, im Titelsong dazu. Ich habe mir überlegt, das hier, das sind die weißen Orchideen, die weißen Phalaenopsis-Orchideen, die ich von Orchideen Wichmann als Dekopflanze für die Hochzeitsfeier bekommen habe. Also dieses Video ist gesponsert bei Orchideen Wichmann. Nur um das mal festzuhalten. Und ihr wisst auch aus dem letzten Video, wir waren für 2 Wochen auf Kreta. Jetzt mittlerweile sind schon ein paar Tage mehr dazu gekommen. Seitdem, also seit dem 31., nee, 30.05. war es das letzte Mal, wo ich die Orchideen gegossen habe. Das heißt, die sind jetzt mit Sicherheit auch absolut soweit. Man sieht es an den silbrigen Wurzeln, dass sie wieder Wasser benötigen. Jetzt habe ich mir überlegt, was mache ich mit 12 weißen Orchideen, wenn die Hochzeitsfeier vorbei ist? Und ich habe lange überlegt und jetzt mittlerweile kommt immer mehr und mehr die Frage auf und natürlich auch wegen dem Urlaubthema, wie lange halten es Orchideen aus, ohne Wasser oder ohne dass sie gegossen werden, um es einfach mal so auszudrücken. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, 12 Orchideen, 12 Wochen wäre ein bisschen lang. Man braucht vielleicht 2 Vergleichsorchideen für jede Phase, also 12 durch 2 macht 6 Wochen. Wenn man jetzt an 6 Wochen überlegt, warum jetzt 6 Wochen? Wenn man im Internet recherchiert und aus Erfahrung weiß ich selbst, 6 Wochen halten Orchideen ohne neu gegossen zu werden, oder in dem Fall jetzt Phalaenopsis-Orchideen, ohne gegossen werden und ohne dass sie jetzt wirklich irgendwelche merklichen Anzeichen haben, dass es irgendwie problematisch wird, locker aus. So, und warum jetzt weiße Orchideen? Nicht unbedingt vielleicht, weil es die Deko war oder weil es bei einer Hochzeitsfeier schöner ist, wenn es weiße Blüten sind, sondern gerade bei weißen Orchideen fällt es besonders leicht auf zu erkennen, wenn jetzt irgendwelche Probleme entstehen, weil es zum Beispiel Wassermangel ist oder weil sie jetzt total am Verblühen sind. Natürlich muss man dazu sagen, ist das jetzt auch so, dass hin und wieder auch ein paar Blüten verblühen werden. Das heißt, wir werden jetzt in jedem Zyklus schauen, wie haben sich die Orchideen bisher verhalten? Wie kann man jetzt welche Reaktion interpretieren? Natürlich wird es ja auch so sein, dass nach 6 Wochen vermutlich bei den 2 Orchideen, die am längsten nicht gegossen worden sind, irgendwelche Merkmale entstehen. Sei es, die Blätter werden runzlig, sei es, die Blüten fallen ab und vertrocknen. Und deswegen, das Video wird jetzt dieses Video sein, wo sie das erste Mal gegossen werden, nach knapp 3 Wochen. Das Wasser ist natürlich wohl temperiert, so wie es aus dem letzten Video kommuniziert worden ist. Momentan, heute soll es ja der heißeste Tag in der Woche werden. Das heißt, ihr seht, ich habe die Pflanzen in einer großen Schale stehen. Als Substrat ist hier angenehm bei diesen Temperaturen, nasse Füße. Es ist eine Mischung aus Kokossubstrat und feiner Pinienrinde. Das heißt, selbst wenn ich die jetzt hier nur so minimal gieße, dass das Wasser so 3, 4 Zentimeter da drin steht, werden sie genug Wasser aufnehmen. Ich lasse die jetzt dann erstmal so eine halbe Stunde stehen, dass sie sich richtig vollsaugen können. Und danach werde ich das so machen, dass ich nach einer Woche immer 2 Orchideen rausnehme. Dann schreibe ich auf die Orchidee, weiß ich noch nicht, welche ich nehme. Das werde ich jetzt einfach immer zufällig machen. Mache ich an jede Orchidee ein Etikett hin, dann steht dann drauf 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen. Und dann sehen wir bei den letzten 2 Pflanzen, beim letzten Pärchen nach 6 Wochen, wie haben die sich bis dahin entwickelt oder auch nicht entwickelt. Vielleicht haben sie sich zurückentwickelt, vielleicht haben sie so krass Schaden genommen, dass es nichts ist. Und nichts war mit den 6 Wochen. Und wir wissen dann auch, wenn ihr jetzt, also die meisten werden von euch wahrscheinlich Phalaenopsis-Orchideen zu Hause haben, dass wenn ihr jetzt in Urlaub geht, eine Weltreise macht, wo ihr wirklich mehrere Wochen weg seid, dass es dann durchaus funktionieren kann, wenn ihr 6 Wochen weg seid,
Ja, ich meine, ihr wisst ja, in 80 Tagen kann man einmal um die Welt. Mittlerweile geht es schneller. Das heißt, ihr wisst dann, ihr könnt eine Weltreise machen in 80 Tagen, ohne dass die Orchideen darunter leiden. So, ihr lieben 12 Orchideen, ihr dürft jetzt Wasser tanken. Macht das auch bitte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Update, würde ich sagen. Bis dahin. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich hier runter in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt und das Projekt unterstützen wollt, hier unten ist das Herz. Da könnt ihr drauf drücken und das Projekt unterstützen. Oder ihr geht auf die Webseite und gebt mir einen Kaffee aus. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Das muss jetzt regelmäßig immer wieder kommen oder wird auch regelmäßig kommen, mindestens für die nächsten 6 Wochen. Und wenn ihr immer mal wieder Infos haben wollt über die Orchideen, kann ich auch gerne einen Zwischenbericht machen. Schreibt das auch in die Kommentare. Besucht die Webseite. Bis dahin, ihr hört, die Kirchenglocke läutet und go. Das ist das Startläuten. 12 weiße Phalaenopsis stehen hier vor mir auf dem Tisch. Ich habe sie gerade gegossen. Danach werden 2 für 6 Wochen nicht mehr gegossen. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Bis dahin und tschüss. Kanal abonnieren nicht vergessen und weiterempfehlen. Dieses Experiment interessiert sicherlich ganz, ganz, ganz viele Leute. Bis dahin und tschüss.